recht herzlich willkommen zurück ja, zu einer neuen Folge und zwar zu Notruf 2 und dem Freiwilligen Feuerwehr-DLC. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. So, ich werde erstmal eine Runde Kaffee trinken gehen. Die Jungs haben angerufen, die sind auf der Wache. Laufen wir einmal rüber und werden einmal hier ja, in unser schönes Auto einsteigen. Beim letzten Mal, vielen Dank auch für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare, haben wir ja die Atemschutzausbildung gemacht und ich bin gespannt, welcher Auftrag denn heute auf uns wartet. Wir schließen mal die Tür, starten mal den Motor und fahren mal rüber zu den Kollegen auf ein Käffchen. Ne? Ich habe frei heute, das heißt, wir werden erstmal schön einen Kaffee trinken gehen. So, ich glaube, das war hier vorne, ne? Einmal geradeaus und dann irgendwie links. Ich kenne mich natürlich gut aus, ne? Ja, guck mal hier. Was haben wir da noch? Habibis, Schwarma, Friseur, Hairstyle. Wer kennt sie nicht, ne? So, also ich glaube, wir müssen hier rechts, glaube ich, war es, ne? Genau, wir müssen hier rechts. Und dann da vorne wieder links. Und dann sind wir gleich an der Wache. Bin ich mal gespannt, was für ein Auftrag denn heute auf uns so warten wird. Oder ob wir überhaupt einen Auftrag haben. Natürlich wollen wir einen Auftrag machen. Ne? Ansonsten können wir die halt auch forcieren, indem wir uns einfach quasi auf den Stuhl in der Wache setzen. Falls ihr dann mal keinen Auftrag bekommt, einfach zur Wache fahren, so wie ich jetzt auf dem Kaffee. Und dann könnt ihr auch an einem Einsatz quasi daran teilnehmen. Ne? Sehr gut. Zack, einmal schön sauber eingeparkt, Handbremse, Tür öffnen, aussteigen. Tipptopp. Ich werde wie immer mal wieder hier zwischen Third, ja. Das ist, wenn du zwei Begriffe gleichzeitig sagen willst, zwischen Third Person und Ego-Perspektive wechseln. So, gucken wir mal. Ne? Umziehen können wir uns jetzt noch nicht. Aber ist auch nichts zu tun. Gehen wir erstmal hoch und trinken erstmal ein schönes, lecker Käffchen. Ne? Wo kommen wir eigentlich her? Wir müssen hier lang. Ne? Ihr könnt natürlich hier auch alles frei begehen. Das ist auch recht praktisch. Und so kommt ihr dann auch zu den Kollegen. Manche sind hier, manche sind nicht da. Ich glaube, hier ist gar keiner da. Ne? Ach, hier. Alarmierung. Kleinflächenbrand. Ja. Ach, nee. Einsatz. Achtung, Brandschutz. Mann. Einsatz für HLF 1, Rolandstraße. Boah, der Ansgar gönnt sich einfach noch nicht mal den Kaffee, ne? Grüße gehen raus, by the way. So, wir steigen mal ein hier. Und, ja, werden dann mal gucken, dass wir hier mal Platz nehmen. Und wir warten mal auf die Kollegen, ne? Mal gucken, wie schnell die da sind. Ja, einige müssen ja da gewesen. Ach, guck mal, da sind sie schon. Ach. Mahlzeit. Grüße. So. Ach, ja, hier, wir rücken doppelt aus. Mahlzeit. Grüße. Hildegard, grüße dir. Na, wie geht's dir? Augenbrauen gezupft? Irgendwas ist anders bei dir. Ich grüße dich. So, wir machen mal die Tür zu. Nee, aussteigen wollten wir nicht, ne? Wir wollten die Tür schließen. Einfach den Trigger nicht erwischt. So, ne? Und Klaus-Dieter, alles gut bei dir? Ja, Kindern geht's gut. Sehr schön. Also ich finde das Freiwillige Feuerwehr-DLC auf jeden Fall sehr gut. Hans, kommst du nach oder was? Der fährt wohl mit den Kollegen mit. So, wir sind auf dem Weg. Das heißt, wir haben Kleinflächenbrand. Und da bin ich mal gespannt, was wir denn haben, ne? Oder was uns dann dort erwarten wird. Meldungen über Grillunfall im Waldstück. Oha. Halbe Schwein auf Toast wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich das Schwein aufs Toast gefallen, ne? Man weiß es nicht. Ne, Spaß beiseite. Auch beim Grillen können natürlich Unfälle passieren. Ne, dass da irgendwie die Glut überschlägt auf irgendwie auf einer trockenen Wiese oder irgendwie sowas. Oder halt auch auf anderen Sachen. Und damit, ach guck mal, da vorne steht das schon. Da ist nicht mit zu spaßen. Ne? Das kann auch schon mal gefährlich werden für den einen oder anderen. So, wir sind da. So, wir steigen mal aus. Wir verlassen mal hier das Fahrzeug. Oh, wir haben direkt hier den Atemschutz quasi aufgezogen. Das haben wir beim letzten Mal ja gelernt, ne? Wie das Ganze funktioniert. Sehr schön, wir machen mal hier auf. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was unsere Aufgabe ist. Wir können mal gucken, ne? Wir machen mal Luki Luki. Ich habe jetzt gerade keine Aufgabe. Wir haben ja schon Atemschutz drauf. Wir springen mal hoch hier.
Ach, du Heiland. Ach, Mensch. Beeilen Sie sich. Oha, schnell weg, Chef, warte. Oh Mann, jetzt gibt's Ansage hier. Vom Gruppenführer. Ist das der Gruppenführer? Ist er, ne? Der rennt auch direkt wieder weg. Schön. Gut. Löschangriff starten. Sehr gut. Das heißt, jetzt wird alles aufgebaut. Die Kollegen sind auch noch da. Das heißt, der HLF, da bin ich ja mitgefahren. Der TLF ist auch noch zur Unterstützung da. Da sieht man es auch noch. Die warten noch ein bisschen. Und der Gruppenführer jetzt hier, der leitet soweit alles ein. Ne? Kollege hat auch schon mal die Atemschutzmaske aufgesetzt. Oder den Pressluftatmer, so heißt er, glaube ich, korrekt. So, ja, warten wir mal, was unsere Aufgabe ist hier, ne? Ja, der Gruppenführer kommt zurück. Ist das jetzt der Truppenführer? Ja, ist er. Ist der Gruppenführer. So, wir müssen ein Hohlstrahlrohr nehmen. Das machen wir mal jetzt. Wir beeilen uns mal ein bisschen. So, das nehmen wir jetzt hier mal raus. Wo haben wir es denn? Einmal öffnen. Das Schubfach. Aufnehmen. Sehr gut. Und dann warten wir mal auf den C-Schlauch. Das macht der Kollege hier, der Hans. Nämlich der kann's, ne? So, komm. Mach fertig hier. Wir haben keine Zeit. So, verbinden. Sehr schön. Und dann... Oh, löscht das Feuer. Okay, gut. Leute, wir gehen rein. Sehr gut. Jetzt aber fix. Ach du. Ach du Heiland. Guck ich das mal an hier. Das sah gerade noch ein bisschen angenehmer aus. So, Löschangriff starten. Let's go, ne? Abfahrt. So, dann werden wir das Ganze mal löschen hier. Kann natürlich viele Gründe haben, ne? Warum das Feuer jetzt hier ausgebrochen ist. Ich sag mal, ein Fettbrand kann es nicht gewesen sein, ne, weil dann würden wir nicht mehr Wasser löschen. Ich denke mal, da ist Glut irgendwie übergeschlagen oder so ein Funkenschlag oder irgendwie sowas. Und hat dann hier quasi auf ein Zelt übergegriffen und das hat so ein Feuer gefangen und ja, das hat sich ja schnell ausgebreitet. Oder man hat, habe ich auch persönlich selber schon mal erlebt, ist zwar nichts passiert, ne, zum Glück, aber ne, hier gibt ja auch diese Brennspiritus-Geschichten und das ist ganz gefährlich, wenn man das quasi anschmeißt oder das dementsprechend dann auch nutzt. Ach guck mal, der Kollege kommt auch noch zur Hilfe. Ja. Das kann auch mal ganz dolle nach hinten losgehen, ne? Dass sich das dann entzündet. Und das ist auch halt auch maximal unangenehm. Und das kann echt sehr schnell gehen, wenn man nicht aufpasst, ne? Das geht echt sehr schnell. Ich wechsle mal die Position. Ja, wir wechseln mal die Position hier. Und wir löschen das, ne? Finde ich aber gut, dass hier auch neue Aufträge mit dabei sind. Ich weiß nicht, was der Kollege da gerade löscht, aber ja. So, beginne mit Löschangriff. Der Brandherd hat sich verändert, ja. Das ist richtig. So, jetzt müssen wir einmal hier rüber. Na, wir müssen die Position einnehmen. Um jetzt hier auch noch das... Ja, hat wahrscheinlich Trockenheit, ne? Dann hat sich das Gras auch noch entzündet. Kann ja mal schnell passieren. Und wir wechseln mal. Hier in die Richtung. So, ich glaube... Wir sind fertig, meine Damen und Herren. Sieht auf jeden Fall. Wir können mal kurz gucken hier. Eigentlich müsste man noch Glutnäste prüfen. Ne? Weiß nicht, ob das jetzt hier auch noch macht im Auftrag, aber... Nee, wir müssen erstmal zurück. Das macht ein Kollege. Guck mal, die bauen hier schon wieder ab. Aber guck mal hier, ne? Alles richtig verbrannt. Ach, guck mal, Rucksack. Ja. Och, Mensch, Hildegard. So, wir bauen ab. Wir gehen zurück. Ich habe gar keinen Schlauch mehr hier dran, sehe ich gerade. Passiert schon mal. Nur, dass vielleicht irgendwas nicht dargestellt wird. Wir legen es mal ab. So. Entferne. Gut. Oh, die Kollegin hat schon weggerissen. So, Bierschlauchende entfernt. Sehr gut. Den legen wir einmal ab. Und der Kollege löst das Ganze dann. Jetzt wird der ganze Spaß hier wieder quasi abgemacht. Sehr gut.
Ja, da sind wir fertig hier, ne? Kurz mal mit den Passanten sprechen. Danke, dass ihr so schnell da wart. Gerne, gerne. Wir helfen gerne, wo wir können, ne? Junger Mann. Zum Glück ist das alles gut ausgegangen. Das hätte auch anders ausgehen können, junger Mann. So, wir machen mal das Klappschießfach hier zu. Zack, dann rücken wir jetzt ab. Und dann machen die Kollegen hier. Da können wir gleich aufsitzen und fahren dann zurück zur Wache und haben auch wieder einen Auftrag abgeschlossen, ne? So, Kleinbrand, ne? Kleinflächenbrand. So, aufsitzen und abrücken, sagt der Chef. Moin, moin. So. Zack. Auf geht's. Hinsetzen. Einmal rein hier. Ladies first natürlich, ne? Jetzt habe ich natürlich noch den Presslufatmer hier, ne? Da hätte ich mir gewünscht, dass der jetzt weg ist. Wir schließen mal die Tür. Vielleicht ist er dann weg. Nee. Okay, den hätte ich vielleicht noch weglegen sollen. War aber jetzt nicht meine Aufgabe, ne? Guck mal, da habe ich auch gar keine an. Ach, jetzt ist er weg. Okay, gut. Ach ja, so ist das. Wir rücken ein. So, sehr gut. Da fehlt, glaube ich, noch eine Abschlussmeldung. Na, Hildegard, ging noch recht fix, ne? Zum Glück ist nichts passiert, ne? Klaus Dieter, ne? Hat alles supi geklappt, ne? Ja, fand ich auch. Guck mal, da sind wir gleich schon wieder. So, auf jeden Fall. Hat auch sogar geantwortet. Das war natürlich jetzt random, ne? Ich weiß natürlich nicht, was die hier so Smalltalk-technisch sagen. Aber ich finde das echt cool, das freiwillige Feuerwehr-DLC, ne, HLF und TLF rücken jetzt wieder ein, ne? Und sind dann gleich auch wieder auf der Wache und fahren jetzt hier einfach mal wieder zurück, ne? Hä, fahren wir jetzt eine andere Strecke zurück? Sieht zumindest so aus, ne? Ach nee, okay. War dann doch die Straße. Da sind wir wieder. Sehr gut. Da geht's weiter. Parken wir mal ein, da können wir gleich absitzen. Und dann können wir uns mit den Kollegen erstmal einen schönen Kaffee gönnen. Den werde ich mir jetzt auch gleich gönnen. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da fahren die Fahrzeuge wieder rein. So, da können wir gleich absitzen. So, ne? Wir warten erstmal, bis die Kollegin ausgestiegen ist. Wir sind ja ein Gentleman, ne? Wir sind ja ein Gentleman. Sehr gut. Na, schließen wir mal die Tür. Da können wir auch wieder in die andere Perspektive wechseln. Ziehen uns mal wieder um. Ach, herrlich. So, und dann gehen wir mal nach oben und trinken mal ein Käffchen mit den Jungs und Mädels hier, ne? Das können wir ja mal machen. Sehr gut. Gehen wir mal hoch. Also ich finde das freiwillige Feuerwehr-DLC auf jeden Fall tipptopp. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, ne, wenn ihr jetzt hier direkt wieder einen Auftrag haben so wollt, dann könnt ihr das hier fixieren. Wollt ihr euch nochmal zeigen, wo ist denn die Kaffeeküche hier? Ach, guck mal. Cola, Wasser. Ich brauche mal einen Kaffee. Gibt es irgendwo einen Kaffee hier? Kannst auch hinknien. Das macht jetzt keinen Sinn. Nee, Büroarbeit habe ich eigentlich gar keinen Bock. Wo ist da eigentlich ein Kaffee? Wo ist denn die Kaffeeküche hier? Ach, guck mal, da ist der Ausbilder. Können wir eigentlich auch zu dem direkt hinlaufen und uns einen neuen Auftrag nehmen? Das ist auch ganz cool, oder? Können wir mit dem interagieren? Nee, das muss getriggert werden. Sag mal, Hans, wo gibt's denn hier einen Kaffee? Ach, da vorne. Ja, gut. Wir gucken mal. Gibt's hier echt keinen Kaffee? Das ist doch mal. Hör mal. Ach doch, hier, Kaffeeküche. So. Ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt meinen Kaffee. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Ladet euch das auf jeden Fall auch noch runter. Und den nächsten Auftrag sehen wir uns dann beim Abfallcontainerbrand. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao.